Heute für euch im Test die Canon EOS 850D, das neueste gehobene Einsteigermodell von Canon DSLR-Kameras. Schauen wir doch mal, was sich getan hat und was sie allgemein so kann. Also bleibt dran. Fangen wir erstmal an mit dem Punkt Design und Verarbeitung der Canon EOS 850D. Auf der Oberseite seht ihr schon euer neues Moduswahlrad, ein bisschen entschlackt im Vergleich zur 800D. Hier dann ein paar Funktionsknöpfe, zum Beispiel für Autofokus, ISO-Wert, euer Haupteinstellrad aus Einschalter mit dritter Option noch Videomodus. Auf der Rückseite dann euer zweites Einstellrad, das war ja davor eher so ein Vier-Wege-Einstellkreuz. Das hat man jetzt eben so ein bisschen zu so einem Minirad umgebaut. Ob das jetzt besser ist, ist ein bisschen Geschmackssache, aber natürlich eigentlich zwei Einstellräder zu haben, ist immer schöner als nur eins nutzen zu können. Stellen wir jetzt einfach mal kurz um in den, zum Beispiel hier in dem Fall A-Form-Modus. Das finde ich ganz schick, das gibt es auch schon seit ein paar Jahren. Das ist so ein vereinfachtes Menü, das Canon hier anbietet, mit dem man zum Beispiel kleine Infos bekommt, Zeitautomatik, was heißt das überhaupt? Unscharf, alles scharf, drückt dann auf OK, hat dann hier auch so ein kleines Menü, sieht zum Beispiel Blende 3.5, das Objektiv, was es minimal kann, bis eben Blende 22 hoch, ein bisschen illustriert und das gibt es dann für alle Modi, zum Beispiel auch jetzt im Modus TV, Blendenautomatik, fließende Bewegung eingefroren, also einfach eben kleine Hilfen mit drin und finde ich eben für Einsteiger ganz schick. Keine Angst, ihr könnt es natürlich ausschalten, aber macht einfach was her. Ihr seht hier auch Quickset-Modus, man könnt alles Mögliche einstellen, touchfähig, schön gemacht mit einfach großen Bedienelementen. Also das ist einfach so schick umgesetzt. Auch das Menü übrigens vollkommen touchfähig, also gute Integration. Weiterhin bei der Kamera habt ihr seitlich einen SD-Karten-Slot und Anschlüsse auf der anderen Seite hätten wir dann hier einmal Micro-USB. Leider ziemlich veralteter Anschluss und darunter Mini-HDMI. Für Filme jetzt nicht die Kamera, ganz klar. Mit Mini-HDMI, ich denke mal, schon eher dazu gedacht, einfach mal die Bilder am Fernseher zu zeigen. Und dann weiterhin hier noch Mikrofonanschluss und einmal für Kabelauslöser. Mikrofon, Stichwort Video, schauen wir uns dann natürlich später nochmal an. Übrigens die Canon EOS 850D nicht wetterfest, also ihr habt jetzt kein besonders geschütztes Gehäuse oder ähnliches. Müsst ihr ein bisschen aufpassen. Und wie ihr sehen könnt, das Display könnt ihr auch um 180 Grad rausklappen. Ihr hört schon, das ist der Serienbildmodus der Canon EOS 850D. 7 Bilder pro Sekunde schafft sie im DSLR-Betrieb, also durch den Sucher fotografiert. Wenn ihr im Live-View arbeitet mit elektronischem Verschluss, dann logischerweise sogar bis zu 7,5 Bilder pro Sekunde. Ordentliche Steigerung gegenüber der Vorgängergeneration, die kam also auf 5 bis 6 Bilder pro Sekunde in etwa. Also da hat man noch mal etwas draufgelegt. Das waren gerade auch alles RAW-Bilder, die wir aufgenommen haben. Und daran merkt ihr auch schon, ein deutlich vergrößerter Pufferspeicher. Die Kamera zeigt intern zwar erstmal nur 9 Bilder an. Je nachdem, welche Speicherkarte ihr so reinpackt, kommt ihr aber so auf 20, 30 Bilder pro Sekunde. Wenn ihr übrigens passende Speicherkarten sucht, jetzt einfach mal hier oben in die Infokarte reinschauen oder unten in die Videobeschreibung. Wir haben auch so um die 50, 60 Speicherkarten mit der EOS 850D getestet. Könnt ihr einfach mal reinschauen, wenn ihr dann ein passendes Modell suchen solltet. Es gibt übrigens auch noch das sogenannte C-RAW-Format oder Compressed RAW. Damit kommt ihr dann so bis auf sogar 70, 80 Bilder, die ihr am Stück im vollen Tempo aufnehmen könnt. Also ziemlich ordentlich auf jeden Fall. Kleines Wort zum Autofokus. Ihr habt generell zwei Systeme, einmal im Sucherbetrieb und einmal im Live-View-Betrieb. Sucherbetrieb, grob das Modell würde ich sagen, von der Canon EOS 80D übernommen. Das heißt 45 Autofokusfelder, immerhin ganz solide Abdeckung über den Sucherbereich. Klar, bis in die äußersten Bildecken kommt ihr nicht hinein, aber es ist soweit eigentlich vollkommen okay. Wenn wir dann in den Live-View-Betrieb hineingehen, ein bisschen anderes Bild schon. Da habt ihr fast die volle Abdeckung mit dem Dual-Pixel-Autofokus inklusive Face-Tracking, Augen-Autofokus inklusive Tracking. Und es ist meiner Ansicht nach auch der etwas bessere Autofokus in der Kamera drin. Gerade halt Face- und Eye-Tracking funktionierte bei mir
im Allgemeinen zuverlässiger, gerade mit Drittherstellerobjektiven wie zum Beispiel mit dem Sigma 35mm 1.4 Art. Da hatte ich doch tatsächlich über den Sucherautofokus ein bisschen mehr Ausschuss oder quasi gar keinen Ausschuss mehr, wenn ich dann im Live-View-Betrieb gearbeitet habe mit dem Augen-Autofokus-Tracking. Das hat einfach tendenziell besser funktioniert. Ist natürlich schade, immerhin ist es eben eine DSLR-Kamera und hätte ich persönlich erwartet, dass es eben im Sucherbetrieb doch noch ein bisschen besser klappt. Wie gesagt, müsst ihr einfach schauen. Zum Beispiel jetzt wiederum mit dem Canon 1835er war es aber auch im Sucherautofokus gar kein Problem. Es kann also auch einfach an dem Sigma gelegen haben. Bildqualität im Inneren der Kamera übrigens weiterhin ein 24-Megapixel-Sensor verbaut, also APS-C-Sensor. Da hat sich nichts getan gegenüber der 800D. Die hat ja auch schon den 24-Megapixel-Chip. Das heißt, bis ISO 1600, 3200 könnt ihr durchaus noch ordentliche Fotos machen. Das ist soweit gar kein Thema. Auch ein solider Dynamikumfang. Also wie gesagt, keine Änderung, aber macht auf jeden Fall Spaß, damit zu arbeiten und sollte für die allermeisten Zwecke locker ausreichen. Kenner des Kanals werden erst schon sehen, wir testen noch den Videomodus der Canon EOS 850D und damit natürlich auch den Video-Autofokus mit Dual-Pixel-Autofokus in dem Fall. Leider nur in Full-HD-Video, aber ihr seht, zumindest in dem Modus habt ihr wirklich einen sehr guten Video-Autofokus, der weich nachführen kann. Im Falle der 850D neu mit dazugekommen ist auch die Möglichkeit eines Augen-Autofokus-Trackings im Videomodus. Also das macht auf jeden Fall schon Spaß, da mit der Kamera zu filmen. Und ihr könnt es auch schon hören, externes Mikrofon anschließen, gar kein Problem bei der 850D. Eine richtige Profi-Filmerkamera ist sie leider nicht geworden. Das heißt, so Sachen wie Camera Lock zum Beispiel einstellen gehen nicht. Ihr könnt euch so ein bisschen behelfen mit Kontrast runterregeln, Sättigung runterregeln. Aber wie gesagt, es ist keine wirklich jetzt Profi-Videokamera oder kein geheimes Videomonster. Es ist einfach ein bisschen optional dazu. Was ihr jetzt gleich sehen werdet, wir schalten dann auf 4K-Video um. Einmal, dass ihr einen zusätzlichen Crop reinbekommt und der Autofokus ist auch nicht ganz so gut, aber das seht ihr jetzt. Das ist jetzt der Bildausschnitt in 4K-Video. Ihr seht schon, ziemlicher Crop. Wir zoomen jetzt einfach nochmal ein Stück weit wieder raus, damit ihr in etwa den gleichen Bildausschnitt habt wie in der Aufnahme davor. Und ich bewege mich jetzt einfach mal ein klein wenig hin und her. Und ihr seht wahrscheinlich schon, 4K-Video, der Autofokus ist nicht mehr ansatzweise so gut wie in Full-HD-Video. Also ziemlich große Einschränkung. Sehr schade, denn das ist einfach kein zeitgemäßer Videomodus, wie wir ihn bei Canon auch schon zuletzt sehen konnten. Zum Beispiel in der Canon EOS 90D oder M6 Mark II mit APS-C-Sensoren. Das war auch mit dem gleichen Bildprozessor wie in der 850D gar kein Thema. Hier limitiert wahrscheinlich einfach der ältere 24-Megapixel-Sensor. Wie gesagt, sehr schade, dass sie das nicht in der 850D ermöglicht haben. Dann werfen wir noch einen kurzen Blick auf die App, nennt sich Canon Camera Connect. Wir hatten die beiden schon mal eingerichtet. Ihr seht, per Bluetooth verbinden sie sich. Jetzt werden hier auch GPS-Daten geteilt. Wenn wir dann Bilder übertragen wollen oder in den Live-View rübergehen, dann müssen die sich beide kurz einmal per Wi-Fi miteinander verbinden. Das kann die App dann auch automatisch einstellen. Manchmal kommt je nach Smartphone unten auch noch eine kleine Meldung, die ihr dann einmal zustimmen müsst. Wahrscheinlich jetzt gleich hier unten. Dass es angeblich, dass es kein Internet gibt. Aber egal, ihr seht schon hier, irgendwelche Bilder genau verbunden bleiben. Und wenn ihr zum Beispiel das runterziehen wollt, einmal auf Import, Bilder werden übertragen, zack. Und das war ja schon immer eine Stärke der Canon-App oder seit vielen Jahren, dass sie auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit haben. Und die wurden jetzt gerade auch in voller Auflösung runtergeladen. Also kein kleines 2-Megapixel-Bildchen, sondern wirklich die vollen 24. Remote Live View gibt es auch wieder. Inklusive Autofokus, den ihr nutzen könnt. Es gibt sogar einen Face-Tracking-Autofokus mit dabei, inklusive Eye-Tracking. Das ist gar kein Problem. Serienbild und so weiter und so fort. Könnt natürlich auch in den Videomodus umschalten. Das Einzige, das mich tatsächlich weiterhin stört, dass es in der Canon-App keinen richtigen Landscape-Modus gibt. Ihr seht schon trotzdem oben und unten die Bedienelemente, links und rechts, wahnsinnig viel verschwendeter Platz. Das ist in meinen Augen einfach nicht sinnvoll. Und ich verstehe nicht, warum man die App nicht einfach so designt, dass die Elemente an der Seite sind. Aber sonst, ihr seht schon eigentlich eine gut gemachte App. Könnt eben auch sowas wie GPS-Daten übertragen an die Kamera. Verbraucht halt minimal mehr Strom, aber Bluetooth Low Energy ist eigentlich ziemlich energieeffizient. Kommen wir zum Fazit der Canon EOS 850D.
Gegenüber der Vorgängergeneration hat sich einiges getan. 4K-Videos mit reingekommen, schnellerer Serienbildmodus, größerer Pufferspeicher, auch die ein oder andere Detailoptimierung, Softwareoptimierung, sehr guter Live-View-Autofokus mit Augen-Autofokus-Tracking und. Also es hat sich schon etwas getan. Mein größtes Problem, das ist tatsächlich der Preispunkt. Wir haben es jetzt mittlerweile zum Drehzeitpunkt Anfang August 2020. Die Kamera wurde eigentlich schon im Februar vorgestellt, hat dann wegen Corona sehr lange in den Handel gebraucht. Deswegen ist sie noch nicht lange verfügbar. Trotzdem zahlt ihr derzeit so 850, 870 Euro nur für das Gehäuse. Mit dem kleinsten 1855er Kit immer noch so 930, 950 Euro. Und mit dem hier genutzten 1835 mm seid ihr noch über 1100. Also wirklich günstig ist die Kamera nicht. Ist vergleichsweise nah an der Canon EOS 90D dran, die dann doch nochmal mit einem halbwegs wetterfesten Gehäuse und einigen anderen Spielereien, vor allem dem neuen 32-Megapixel-Sensor, ein gutes Stück ausstattungstechnisch über der 850D ist. Auf der anderen Seite, wenn ihr noch Restposten findet von der Canon EOS 80D, die dann eben auch noch wetterfest ist, Schulterdisplay und Co. hat und einen gleichen Sensor verbaut, dann stelle ich mir schon die Frage, ob Canon den Preispunkt wirklich sinnvoll gewählt hat. Auch bei den DSLMs gibt es zum Beispiel mit der Canon EOS M50 ein Modell, das jetzt nicht viel schlechter ausgestattet ist, aber dann doch 200, 300 Euro einfach günstiger ist. Und Canon selbst mit der EOS 250D, klar, die ist nicht so schnell, nicht so lang andauernd im Serienbild, hat aber zum Beispiel auch einen vergleichbaren 4K-Videomodus mit drin und kostet so um die 500, 600 Euro derzeit, je nach Variante. Also ich denke, die Kamera muss im Preis ein bisschen runter. Und wenn sie so bei 600, 700 Euro angekommen ist, glaube ich, wird sie auch deutlich spannender werden. Was haltet ihr von der Canon EOS 850D? Schreibt auch mal eure Meinung unten in die Kommentare hinein.